Ja, hallo und herzlich willkommen zum 11. Teil und damit auch schlussendlich zum letzten Teil der Videotutorial-Serie zum Thema heißer Draht, Bauen und Spielen. Ich habe der Einfachheit halber hier einfach mal einen Draht gespannt und hier eine Öse reingehängt, was mein heißer Draht darstellen soll. In echt natürlich viel größer. Wir waren jetzt ja schon einen recht langen Weg gemeinsam unterwegs. Wir haben hier einen heißen Draht, haben wir begonnen mit einer LED, die kurz aufleuchtet, haben dann einen Summer eingebaut. Haben dann das Ganze mit dem Transistor verstärkt, haben einen Kondensator als Fehlerspeicher eingebaut, haben dann mit dem NE555 die LED dazu gebracht, dass sie ein paar Sekunden anbleibt, haben eine 9-fach Anzeige gebaut für LEDs, 2 7-Segmentanzeigen, mit dem Arduino haben wir was gemacht, haben eine One-Chance-Schaltung auch mit 2 NE555 gebaut, eine einfache One-Chance-Schaltung und eine Spielersperre-Schaltung. Ja, im letzten Teil möchte ich euch ein Bauteil präsentieren oder eine Schaltung präsentieren, mit der man alles, diese ganzen Schaltungen in einem Bauteil machen kann. Nämlich, ihr seht es hier mit dem Ateini 45 oder mit einem anderen Ateini. Ich zeige es euch mal, die erste Schaltung hier. Ihr seht, die LED wird, der heiße Draht wird berührt, die LED leuchtet und erlischt nach kurzer Zeit. Um diese Schaltung zu realisieren, wir können hier mal runterscrollen. Hättet ihr sonst diese Schaltung hier gebraucht mit dem NE555? Ihr seht 4 Widerstände, 2 Kondensatoren und ziemlich viel Gelöte. Mit diesem Ateini hier schafft ihr das alles mit einem Bauteil aus sämtlichen anderen Schaltungen. Wie das Ganze funktioniert, ist recht einfach. Ich verweise mal auf die Sachsen300.com-Seite, wo ihr seht, wie man den Arduino als Programmiergerät nutzt. Ich sage jetzt schon mal, das ist auch für jeden was. Auch wenn es Programmieren heißt, das ist total simpel. So schließt ihr das den Arduino an den IC an und dann könnt ihr den programmieren. Funktioniert einwandfrei, ganz einfache Sache. Jetzt rede ich von Programmieren, das möchte ich eigentlich nicht so ganz, weil im Endeffekt benutze ich wieder Miniblock, weil Programmieren ist jetzt garantiert nicht meine Stärke. Und im Miniblock habt ihr diese Blöcke hier. Schaut einfach meine Tutorials an zum Thema Miniblock Programmieren. Ihr seht hier diese Schaltung. Ich zeige es euch nochmal hier, den Draht berührt, die LED geht an, geht dann ein paar Sekunden wieder aus. Das Schöne an dieser Schaltung ist, es kann wirklich nichts schief gehen, denn jede kleine Berührung wird wahrgenommen. Ihr seht eine Wildschleife, eine Bedingung, die sagt D3, das seht ihr hier, das ist mein heißer Drahteingang, LED an, warte, LED aus, fertig, wieder eine Wildschleife drin. Garantiert funktioniert es, ihr könnt die Zeiten länger machen, könnt hier ein kleines Blinklicht einbauen, also Start, Stopp, Start, Stopp, dass sie ganz wild blinkt. Ihr könnt die Zeit hier oder könnt einfach diesen Ausblock hier löschen. Schon habt ihr eine One-Chance-Schaltung. Könnt auf einem anderen Pin das Tak-Tak-Tak ausgeben. Also wirklich total simpel. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Schaut einfach meine Videotutorials zum Thema Mini-Block an. Dann seht ihr, wie das alles funktioniert. Also diesen Ateini gibt es wirklich, ich möchte fast schon sagen, unendlich viele Möglichkeiten. Aber zumindest diese 10 Stück hier. Klar, wenn ihr diese Anzeige baut, braucht ihr hier logischerweise noch den IC dazu oder hier die beiden Treiber für die 7-Segment-Anzeige braucht ihr natürlich trotzdem. Aber das Eingangssignal ist klar und es kommt garantiert zu keinen Fehlern. Ihr seht da wirklich, jede noch so kleine Berührung wird wahrgenommen. Also wirklich keine Chance, irgendwie zu bescheißen. Der Ateini kostet so 60 Cent. Ich brauche nur hier, man sieht es ein bisschen hier. Den Pull-Down-Widerstand, hier sieht man besser, den Pull-Down-Widerstand, dass mein Eingang wirklich high oder low ist. Wie funktioniert das Ganze? An sich ganz einfach, hier ist der Ateini. Pin 8 bekommt Spannung, Pin 4 bekommt Minus, Pin 2 ist bei mir den Eingang, den Pull-Down-Widerstand hier mit 10 Kilo Ohm. 5 ist mein Ausgang, die LED, die leuchtet. Und ich habe hier zum Spaß noch eine Betriebszustandsanzeige gebaut. Also sprich an oder aus. Ihr könnt auch einfach da noch zusätzlichen Summer einbauen, indem ihr den nächsten Pin belegt. Oder was man auch machen könnte, mit Zeit zum Beispiel. Ich habe hier mehrere LEDs, grün, gelb und rot. Solange grün leuchtet, ihr seht es an diesem Pin hier, Pin 6, Pin 5 und rot ist dann an Pin 3. Die laufen im 15-Sekunden-Takt runter. Und wenn man einen Fehler macht, bleibt die Schaltung stehen, muss neu angefangen werden. Also, wie gesagt, unendlich viele Möglichkeiten eigentlich. Schaut euch die Tutorials an zum Thema Miniblock. Da seht ihr dann auch, wie es funktioniert.
Aber ich glaube, dass das wesentlich einfacher ist als irgendwelche anderen Schaltungen, weil ihr wirklich nur dieses eine Bauteil habt und das ganz simpel programmieren könnt. Und das Schöne ist, bei Schaltungen mit Kondensatoren, Transistoren, könnt ihr es zwar in gewisser Weise ausrechnen, wie lang an, wie lang aus und so, aber bei diesem Tiny hier passt es ganz genau. Die Eingänge stimmen wirklich ganz genau und die Ausgänge auch. Total schön, total einfach und ihr lernt gleich ein bisschen mit Arduino umzugehen und ja, super Sache. Wie gesagt, schaut euch an auf kreative Kiste, auf kreative-kiste blogspot.com. Ihr könnt auf meine Website gehen, kreativekiste.de und dann auf Elektro und auf heißer Draht. Da könnt ihr mich dann auch noch besuchen, da findet ihr es auch nochmal. Die nächsten Tage lade ich dann auch die Schaltpläne hoch. Und ja, jetzt einfach viel Spaß beim Nachbauen, beim Experimentieren und würde mich freuen, wenn ihr das Video positiv bewertet. Danke auch für 11 Videos, die ihr angeschaut habt, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr habt was gelernt. Mal schauen, was als nächstes kommt. Also, viel Spaß euch und wir hören und sehen uns bestimmt wieder.